Hallo, ich bin Feline von den Dogspotters und herzlich willkommen zum diesjährigen Dog-Film-Festival, das dieses Jahr 66 Jahre alt wird. Jedes Jahr gibt es die Retrospektive, das ist eine Art historischer Rückblick auf gewisse Themen. Dieses Jahr zum Thema Film und Protest und Volksaufstände im Kalten Krieg. Ich sitze hier mit Katharina Frank und sie hat in Kooperation mit Andreas Kötzing diese Retrospektive kuratiert. Danke, dass du hier bist schon mal. Ja, danke, dass ich da sein darf. Wie kam es denn dazu, dass du zu diesem Projekt? Ja, der Andreas Kötzing vom Hannah-Arendt-Institut, der hat eine sehr schöne Retrospektive oder eine kleine Filmreihe bei uns in der Cinemathek gemacht mit uns zusammen. Die hieß Nach dem Jubel. Und da ging es um Filme, die sich schon nach der politischen Wende mit der Wende auseinandergesetzt haben, aber schon so ein bisschen kritischeren Blick drauf hatten. Und er war auch der Initiator der Filmreihe, die dann zur diesjährigen Retrospektive wurde, weil er dann wieder auf uns zukam und gesagt hat, wollen wir mal wieder was zusammen machen. Ja, so ist das dann alles zustande gekommen. Oh, interessant. Wie habt ihr denn die Filme für die Retrospektive ausgewählt? Und zu der Zeit waren ja auch viele Filme von der Zensur beeinflusst. Gab es da auch Schwierigkeiten? Also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir, ich glaube, unterschiedliche Ansätze hatten, also das meine ich jetzt im Positiven, wie wir die Filme ausgesucht haben. Andreas natürlich so mit dem Blick des Historikers und auch tatsächlich, das war von Anfang an die Idee dahinter, dass wir auch Filme ins Programm nehmen, die eben damals der Zensur ausgesetzt waren, die aus politischen Gründen damals nicht im Festival hier gezeigt werden konnten, aber jetzt eben heute endlich gezeigt werden können. Und mein Blick war tatsächlich gerichtet auf Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel über diesen Teil der Geschichte wissen, weil sie da jetzt noch gar nicht auf der Welt waren oder weil sie auch sonst noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten. Und weil wir auch in der Cinemathek ein überdurchschnittlich junges Publikum haben, also über die Hälfte unserer BesucherInnen ist unter 30, viele sind Anfang 20, bin ich schon so gewohnt, auch mit Blick auf diesen Teil des Publikums Filme ins Programm zu nehmen. Und so habe ich dann auch die Filme für diese Retrospektive ausgewählt, weil ich mich immer gefragt habe, so was, welche Filme, die wir sichten, sind interessant für jemanden, der eben noch gar nicht darüber weiß und wie können die jemanden berühren und Dinge vermitteln, über die man eben eigentlich noch keine Ahnung hatte. Ja, darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht, was du denn zum Beispiel Leuten aus unserer Generation oder jungen Menschen für Filme empfehlen kannst. Du meinst ja jetzt, dass du das sogar danach so ein bisschen ausgewählt hast. Also hast du da direkte Empfehlungen? Also ich würde einen Film empfehlen, der mir sehr am Herzen liegt. Der heißt Exit von der Małgorzata Wieńkowska-Bühlmann. Der kommt auch morgen bei den Vorstellungen im Hauptbahnhof. Das finde ich ganz schön, dass das ein Film ist, der dann quasi umsonst und zugänglich ist für alle, die vorbeikommen wollen, die vielleicht auch zufällig vorbeikommen. Weil sie hat zusammen mit ihrem Mann kurz vor dem Fall der Mauer Flüchtlinge aus der DDR interviewt, die quasi aus der DDR geflüchtet sind, über die Oder-Neiße-Grenze, also auch durch Flüsse durch. Und deren Geschichten ähneln sich sehr, sehr stark wirklich den Geschichten, die wir jetzt auch immer aus den Nachrichten hören von Geflüchteten aus der ganzen Welt. Und das ist jetzt auch gerade wieder ein sehr aktuelles und heiß diskutiertes Thema, die sogenannte Flüchtlingsdebatte. Und ich glaube, das ist ein Film, der nicht nur junge Menschen, aber auch eigentlich alle Menschen auf eine besondere Art und Weise berühren kann. Weil wenn man diese Geschichten hört, die sich teilweise wortwörtlich mit den Geschichten ähneln, die wir in den Nachrichten hören, über Menschen, die ihre Familie zurücklassen mussten, die wirklich durchs Wasser mussten, die eine lebensgefährliche Flucht hatten, das einen noch mal ganz anders berührt, wenn man einfach deutsche Menschen aus der DDR diese Geschichten erzählen hört und dann, glaube ich, noch mal einen ganz anderen Zugang auch vielleicht zu den Geschichten bekommt, die man jetzt eben von Menschen spricht, die durch eine andere Sprache zum Beispiel ganz leicht, ein bisschen kann man das dann als von sich abstrahieren, aber das ist eben dann nicht mehr möglich, wenn man einfach direkteren Bezug vielleicht dazu. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Warum ist es denn deiner Meinung nach wichtig, also das hast du jetzt schon angeschnitten, das Thema, auf die Vergangenheit zurückzublicken und auf unsere deutsche Vergangenheit und welche Rolle spielen da Filme, die aus der Zeit stammen? Also das ist auch was mir im Zuge dieser Recherche für die Retrospektive bewusst geworden ist, was für eine wichtige Rolle eigentlich Filme und FilmemacherInnen spielen, die jetzt zum Beispiel mit den Filmen in dieser Retrospektive zum einen ihr Leben riskiert haben, um Filmaufnahmen machen zu können, zum Beispiel von den Volksaufständen, die wir sehen werden. Da haben die wirklich ihr Leben riskiert, um heimlich zu filmen, Bilder, die eigentlich gar nicht hätten gemacht werden sollen, die dann teilweise ins Ausland geschmuggelt werden mussten oder unter
ganz schlauen Bedingungen versteckt wurden in Filmarchiven, bis es dann wieder möglich war, wirklich aus dem Filmmaterial einen Film zu schneiden und den auch öffentlich zu zeigen. Zum anderen haben wir Filme im Programm, die Animationsfilme, die Systemkritik eher auf so einem sehr hintergründigen, humorvollen Weg ausüben, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so kritisch wirkt. Und erst wenn man sich die Filme dann länger anschaut, dann merkt man, aha, da passiert aber was ganz anderes, als ich ursprünglich dachte. Mir ist da wirklich nochmal bewusst geworden, welche wichtige Rolle FilmemacherInnen zukommt, wirklich Unrechtsvorgänge zu dokumentieren und auch festzuhalten, dann eben gerade für Leute wie uns, die es gar nicht miterlebt haben, damit wir es nicht vergessen und damit wir vielleicht auch auf aktuelle Zustände mit einem anderen Blick gucken und es anders wahrnehmen. Also siehst du auch sozusagen Parallelen zu heutigen Prozessen? Ich weiß jetzt nicht, ob es zu politisch wird, aber zum Beispiel, ich habe eine Kollegin aus der Ukraine und die sagt auch, die Bilder vom Volksaufstand in Budapest 56, die ähneln sich so sehr den Ereignissen, die jetzt gerade in der Ukraine passieren. Also da gibt es auf jeden Fall was uns erschreckend aktuell vorkommt, obwohl die Filme, die wir anschauen, also der älteste, ich habe heute nochmal ausgerechnet, ist 70 Jahre alt. So, ne? Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, dass wir nicht vergessen sollten, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen und nicht vergessen sollten, was früher war. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ja, sehr gerne. Und einen schönen Start ins Festival natürlich auch. Wünsche ich euch auch. Wenn ihr noch mehr Einblicke in das Festival haben wollt, dann könnt ihr uns auf www.doc-spotters.de finden oder auch auf Instagram und YouTube. Dankeschön.